ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. Der sechste Spieltag steht an. Drittes Saisonheimspiel für die Schanzer. Aktuell das Ganze vor 9000 Zuschauern. Freuen uns natürlich über jeden, der morgen Abend noch dazu kommt und den Schanzern die Daumen drückt vor Ort im Audi Sportpark. Ja, Stefan, wichtiges Spiel für uns, dritte Heimspiel der Saison. Nach der bitteren Niederlage in Bochum, wie sieht es aus in der Mannschaft? Wie steht es ums Personal? Wie stellst du die Mannschaft ein? Bitteschön. Ja, danke erstmal, Uli. Ja, in der Tat ein wichtiges Spiel jetzt vor der Brust, ein wichtiges Heimspiel für uns. Personal ist wie in den letzten Wochen auch. Wir haben unsere drei Langzeitverletzten, die natürlich immer noch im Aufbautraining sind. Dann wisst ihr ja, dass Lucas Galvão ausfällt wegen seiner roten Karten, die er sich in Bochum oder die er in Bochum bekommen hat. Der Rest ist einsatzbereit und fit für das Spiel morgen. Zur Trainingswoche, es war eine kurze Woche, ja, nach dem Spiel am Sonntag, kurze Einheiten jetzt, heute Abschlusstraining gehabt schon, heute Vormittag und ja, letzten Details fürs Spiel morgen, heute trainiert und die Jungs waren sicherlich schon enttäuscht, Montag, Dienstag, das hat man schon gemerkt, war vielleicht auch noch, hatte der ein oder andere noch einen Rucksack dabei im Training, was aber ganz normal ist in der Situation und wir haben versucht, das jetzt abzulegen, ja, neue Energie reinzubekommen in die Mannschaft, um morgen eben das Heimspiel so zu bestreiten, wie wir die vorangegangenen Heimspiele bestritten haben und wir wollen natürlich eine Reaktion zeigen, das ist auch ganz klar und wollen natürlich das Spiel gegen St. Pauli morgen zu Hause hier gewinnen und da haben wir drüber gesprochen, wir haben einen Plan, wie wir spielen wollen, das wollen wir umsetzen und es ist einfach wichtig, dass wir ab der ersten Minute morgen leben auf dem Platz und das zeigen, was dann auch tatsächlich in uns steckt und ich glaube, dass die Jungs auch eine Reaktion zeigen wollen. Ja, es ist schon so, dass sie sehr, sehr gierig waren auch im Training und Dinge umgesetzt haben und wieder ein großes Engagement da waren. Und wünschen wir uns natürlich für die Mannschaft, dass sie das dann morgen auch auf den Platz bringen. Dankeschön, Stefan. Fragen zur morgigen Begegnung? Ab sofort möglich. Bitte kurzes Handzeichen, dann geht's los. Benny Siegmund, Neuburger Rundschau. Ist der Erste. Bitteschön. Wie geht man am Anfang einer Woche nach so einer deutlichen Klatsche mit der Mannschaft um? Ist da eher angesagt, draufzuhauen oder Aufbauarbeit? Was ist da als Trainer am besten? Ich glaube, dass Robin Dutt nach dem Spiel schon die passenden Worte auch gefunden hat, in der PK in Bochum. Es gibt Tage, da läuft bei einer Mannschaft alles und es gibt Tage, da läuft bei einer Mannschaft nichts. Und so eine Niederlage muss man dann auch einordnen und richtig analysieren dann auch, dass wir sicherlich keinen guten Tag hatten. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht heute einen Tag vorm Spiel permanent wiederholen, das wissen wir selber. Wichtig war für uns, das Spiel zu analysieren und einfach Dinge anzusprechen, die uns wichtig sind und das haben wir getan und die Jungs kamen auch zu Wort und haben das auch angesprochen und dann war das Spiel am Montag abgehakt und dann geht's in der Vorbereitung oder ging es in der Vorbereitung am Dienstag auf St. Pauli und ich glaube, das war wichtig, auch wenn, wie ich es jetzt zu Beginn der PK schon gesagt habe, dass natürlich der ein oder andere noch einen Rucksack aufhat und dass das schwer ist, so eine Niederlage dann auch zu verkraften. Aber letztendlich ist das Ding jetzt erledigt und muss auch erledigt sein, weil wir uns auf das Spiel morgen gegen St. Pauli vorbereiten wollen und auch müssen, weil das ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns wird und wir wollen es unbedingt zu Hause gewinnen. Julian Schulz, Donaukurier, bitteschön. Du hast gesagt, Danke. Du willst mit frischer Energie in das Spiel gehen. Wie geht man da als Trainer damit um? Gibt man dann eher den Leuten nochmal die Chance von Bochum, dass sie sich nochmal beweisen können und zeigen können, dass sie es anders machen? Oder will man mehr verändern, dass eben die frische Energie drin ist? Ja, wichtig ist natürlich, dass du im Training, Training guckst, wer ist denn bereit für die Geschichte jetzt, die morgen da auf uns zukommt, weil das natürlich auch wichtig ist. Ja. Wir können jetzt hier
hier sprechen, dass wir eine andere Reaktion zeigen wollen oder anderes Gesicht zeigen wollen. Und dass wir da mehr Emotionen reinpacken wollen, aber mit Emotionen werden wir kein Spiel gewinnen. Ja? Wenn wir keinen kühlen Kopf behalten morgen, dann wird es schwierig. Ja? Und da müssen wir einfach ein Mittel finden und auch ein Maß finden, dass wir das diszipliniert aus einer guten Ordnung einfach angehen und nicht versuchen jetzt alles niederzureißen. Ja? Und das wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir einfach da eine Balance in unserem Spiel finden. Und da gilt es halt dann auch drauf, im Training zu gucken, wer ist bereit dafür, wer ist mental stabil. Und die Jungs haben einen guten Eindruck hinterlassen. Und jetzt gilt es für André und für mich, die passenden 18 auszusuchen, die uns dann morgen 3 Punkte bescheren. Kilian Mädele, Bayerischer Rundfunk, bitte schön. Wie ist denn der FC St. Pauli einzuschätzen? Also die haben ja auch nicht gerade eine Topform aktuell, 4 Spiele verloren am Stück. Ja, ich glaube, es steht mir nicht zu, über St. Pauli zu sprechen. Was ich über St. Pauli sagen kann, ist, dass die einen Trainer haben, den ich sehr schätze, ja, und auf den ich mich auch freue, weil das ein richtig guter Trainer ist und auch ein sehr, sehr netter Mensch ist, mit dem ich sehr viel Kontakt auch hatte zu seiner Zeit hier in Ingolstadt. Deswegen freue ich mich darauf. Und über St. Pauli kann man sagen, dass die eine Mannschaft haben, auch wie es jede Zweitligamannschaft hat. Sie haben in ihren Reihen sehr gute Spieler, ja, sehr gute Umschaltspieler, Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Und jetzt gilt es an uns, da einen Schlüssel zu finden, dass sich diese Spieler nicht hier morgen entfalten und zu ihrem Spiel kommen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns auf unsere Leistung fokussieren und wirklich das in den Mittelpunkt stellen und versuchen, aktiv im Spiel zu sein, um es dann letztendlich dann auch für uns zu entscheiden.